Herzlich willkommen bei Die Katz Marex, Ihr Adventspodcast. So, heute ist ja Nikolaustag. Ja, heute ist Nikolaustag. Hast du mich mal mitgebracht? Ja, guck mal hier, ich habe ein Geschenk für dich. Ach, das ist nett. Dankeschön. Guck mal, ich habe auch was für dich. Oh, dankeschön. Ja, packen wir mal gemeinsam aus, ne? Ja. Ja. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Zwei blöde Eingedanke. Schlüpfkiss, ja. Ich auch, Schlüpfkiss hier. Was ist das? Das ist ein Teddybär mit Krone. Sag mal, hast du mir... Ich hab jetzt Schlüpfkiss mit einem Teddybär in Silberkrone. Oh Gott. Die trage ich nicht. Doch, die trägst du. Ja, und du trägst dann aber auch deine. Ja, und dann hab ich geschenkt. Schlüpfkiss in rosa. Einhorn-Schlüpfkiss. Ja, dankeschön. Das ist doch schön, ja. Ja, gut. Hätte Nikolaus rot, wenn ich die tragen tue, die Dinger. Ja, da muss der Nikolaus halt mal weggucken. Ja, da muss er wohl. Das steht dir gut. Das steht mir gar nicht gut. Doch, das kannst du tragen. Das sieht total albern aus. Ja, eben. Deswegen passt das ja so gut zu dir. Komm, und deine? Zeig mal. Ja, sieht schön aus. Ja, ne? Also ich finde die wirklich schön. Ich bin auch so ein kleines Einhorn. Ja, wünsch dir was. Was man nicht alles mitmachen tut im Leben. Ach, nee. Historische Ereignisse in der Adventszeit. Habe ich nix. Wie? Hast du nichts gefunden? Ja, also nichts, was mich jetzt positiv beeindruckt hätte in irgendeiner Form. Ja, ich hab was. Was hast du denn? Ja, pass auf, hier. 6., also der Nikolaus, 6.12.1890. Der französische Mediziner, wie hieß er, Charles Richer, der hat also das erste Mal so ein Immunserum in so einen Menschen reingespritzt. Und dann ist positiv? Ja, ja, nur, das ist ja dann immun. Also der Mensch geht's. Ja, nu, wenn es geholfen hat, ist es ja gut. Ja, dann ist es auch was Positives. Genau, sag ich ja, sonst habe ich auch nichts. Ja, machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. Berühmte Geburtstage in der Adventszeit. Habe ich auch nichts gefunden, groß. Was hast du gefunden, Irmchen? Ja, hör mal, ich habe hier mal ein ganz berühmtes gefunden. Kennt nur heute keiner mehr. Ja, Wilhelmine Schröder-Devrient. Ja, das ist im 19. Jahrhundert war das eine der, so eine Sopran-Opernsängerin, eine der berühmtesten Gesangstragödinnen des 19. Jahrhunderts. Ja, ist am 6. Dezember 1804 in Hamburg geboren, ja? Ja, ist doch schön, dass man sich jetzt mal wieder an diese relativ unbekannte Dame erinnert. Ja, und Henrike, der Majorius, der Nikolaus und die Dionysia, die haben heute Namenstag. Ja, das ist schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ein besonderer Tag ist heute auch nicht. Ja, ja, da ging der Teil heute ein bisschen schneller. Ja, kannst du so sagen, schneller. Ja, ja, komm mal jetzt mal zu der Adventsgeschichte aus dem Ruhrpott. Ja, heute ist ja Nikolaustag und da habe ich eine witzige Geschichte, weißt du noch damals? Hier, an Nikolaus. Ja, der sägende Nikolaus, kennst du die Geschichte? Ja, immer und wie ich die kenne. Ja. Ja, ich weiß das noch ganz genau. Ja, dann weißt du auch, wie wir damals hier alle zusammensaßen mit dem Detlef, du und ich, ne? Bei dem Opa. Ach ja, beim Opa. Jo, da saßen wir alle und warteten auf den Nikolaus. Und er kam und kam und kam nicht. Und dann gab es erstmal was zu essen. Ja, ja, und wir saßen da beim Essen. Und dann klopfte plötzlich eine Türe. Und in dem Moment
gab eine Bergsenkung. Genau unter unserem Haus. Jo! Und während wir da am Essen waren, war plötzlich Rups war der Küchentisch. Ja, das geht ja nicht so schnell. Jetzt ganz langsam abgesackt und plötzlich hatte ich eine ganze Suppe, hatte ich auf meinem Schürzchen. Das weiß ich noch. Ja, und in dem Moment kommt der Nikolaus rein. Setz dich gerade hier, Achim. Mensch, nee. Du bist anständig, Detlef. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier, der alle umsaut. So, geht doch. Ach nee, eine Bergsenkung, das liegt mir jetzt gerade noch. Ausgerechnet, wenn ich auf die Kinder aufpassen muss. Und jetzt kommt der Nikolaus. Ja, der kommt gerade recht. Ja, da kann er helfen. Da kann er helfen. Ja. Sag mal, Achim, war dein Vater nicht der Nikolaus an dem Tag? Ja, ganz genau, das war mein Vater. Ja, aber er hatte keinen Spaß. Er hatte ordentlich zu tun. Ja, da passt ja eigentlich ganz gut. Opa, komm, mach den Nikolaus auf. Den lass aber den Kerl mal rein. Den Nikolaus auf. Den Nikolaus. Den Nikolaus. Opa, mach den Nikolaus. Ja, der Opa. Komm rein, Nikolaus. Ganz rein. Ho, ho, ho. Ja, nicht so, ho, ho, komm hier. Komm rein. Nikolaus. Dann kannst du gleich mithelfen hier. Ja, los, komm, Nikolaus. Nikolaus. Dann küchert dich, deswegen. Ja, dann ist noch eine Sauerei hier. Komm, das machen wir immer schnell fertig. Ach, nö. So. Ja, Kinder, jetzt räumt mal ihre ganzen Brocken da runter, die ganze Geschirr, ja. Ja, genau, mal alles schön zusammenpacken, so. So, jetzt müssen wir den Tisch nehmen. Ach, so. Das heißt, ja, Nikolaus geht hier, komm mal. Ho, 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 ja, nichts, ho, ho, ho. Helfen, anpacken. So, und jetzt sägen. Ja, ganz genau, so, pass auf. Wir müssen das so sägen, dass das wieder ausgeglichen wird. Genau da, ja, guck mal, das kein Gefälle ist. Ja, siehst du das so? Da kannst du jetzt ansetzen. No, leg los, ich halte es. Ja, du hängst. Ja, so hat man das ja damals gemacht, ne? Ja, ja, so hat man das damals gemacht. Ja, ja, wenn das eine Bergsenkung gab, dann stand der Tisch schief, dann hat man einfach an einer anderen Stelle die Beine abgesägt und dann war er wieder gerade. Und so hat man das dann mit den anderen Möbeln auch gemacht. Ja, ja, ja. Ja, pass auf. Ja, guck mal, geh mal da weg, Achim. Ja, komm, der sägt dich gleich in ihr Gesicht rein. So. Oh Gott, nee, muss man ja auch alle aufpassen auf die Blagen. Ja, der Nikolaus ist gleich für euch da. Der muss jetzt erst noch ein bisschen arbeiten. Ein bisschen? Ja. Der Nikolaus ja, kam aus dem Arbeiten an dem Tag gar nicht mehr raus. Als nächstes, ne? Ja. Jedes ja, Mal, wenn er dachte, ja, der wäre fertig, ja, da kam der Opa ja wieder an. Ja, und hat gesagt, ja, da ist ja, ja noch so, der, ja, die Anrichte, da haben wir noch das Konsörchen. Und das Bett muss noch gemacht werden. Ja, bis er dann alle Möbel durch hatte. Ganz genau. Ja. Das schien endlos zu gehen. Und wir haben das die ganze Zeit angeguckt und konnten es gar nicht glauben, ne? Dass der Nikolaus so eingespannt werden kann. Ja, ja, so war der Opa. Ja, ja. Ja, das ging auch noch wirklich stundenlang so weiter. Bis wirklich alles fertig war. Das war der Nikolaustag, den wir niemals vergessen haben. Den haben wir niemals vergessen. Haben wir eigentlich an dem Tag noch Geschenke gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass der Nikolaus hinterher völlig fertig war und sich dann einfach nur aufs Bett geschmissen hat und eingeschlafen ist. Ja, ja. So war das. Ja, das ist unsere Nikolaus-Geschichte. Der sägende Nikolaus. Da sind wir wieder am Ende von der Sendung. Ja, sind wir am Ende von der Sendung. Ja, wir freuen uns, wenn wir sie morgen wieder hören. Also sie uns geht's, ne? Dann sag ich mal bis morgen. Ja, bis morgen zum 7. Dezember. Glück auf! Da geht's nicht einschlafen, Nikolaus. Komm, jetzt kannst du in meine Wohnung gleich weitersägen. Komm mit und vergiss die Säge nicht.